Hallo zusammen, hier sind wir wieder, Lead Gaming mit dem Super Mario Maker. Ihr seht hier gleich am Anfang habt ihr die Auswahl Spielen, Bauen, Spielen, Wollen, Bauen. Haben hier aber schon die ersten neuen Mitteilungen, wo ihr gleich informiert werdet, von wem wurden eure Level gespielt, haben eure Level irgendwelche Sterne bekommen und so weiter und so fort. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen genauer ansehen, da könnt ihr hier in die Statistiken reingehen. Um genau zu sehen, wie viele Sterne das ihr insgesamt bekommen habt. Hier seht ihr, wir haben insgesamt bisher 13 Sterne für unsere 10 Level bekommen, also noch nicht so krass. Ihr seht, was habt ihr bisher für Level gespielt von anderen Spielern, welchen Leveln habt ihr Sterne verteilt von diesen Spielern und ihr seht auch, welche Level habt ihr selbst hochgeladen. Somit könnt ihr hier ein bisschen glubschen, wenn ihr unsere Level spielen wollt. Hier sind sie alle aufgelistet, da habt ihr die Namen, da könnt ihr sie nachspielen. Und wenn sie euch gefallen, dann gebt auch ein Sternchen, dann kann man nämlich nachher mehr Level bauen, sobald man eine gewisse Sternstufe erreicht hat bei einem Level. Wir finden das Ganze sehr, sehr schön gemacht. Man wird wirklich auf einen Blick alles sehen. Hier habt ihr die Level aus aller Welt. Wenn ihr spielen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, einerseits die 100 Mario Herausforderung anzunehmen, andererseits Level spezifisch zu suchen, wie vorher angekündigt, da unsere Levelnamen. Oder ihr könnt nach den Baumeistern suchen, also mit dem Gamertag, was bei uns natürlich Lead Gaming wäre, also 1337 Gaming. Bei den 100 Mario Herausforderungen habt ihr die Möglichkeit, aus aller Welt Level zu spielen. Hier seht ihr gerade ein von uns zusammengestelltes Level, um euch kurz zu zeigen, dass die Möglichkeiten wirklich mannigfaltig sind. Ihr könnt da buffen, dass das euch hält. Ihr könnt da allen Flügeln verpassen, ihr könnt da fast allen Feuer verpassen. Ihr könnt hier die verschiedensten Plattformen bauen, die verschiedenen Effekten und die sind dann auch wirklich mit verschiedenen Effekten belegt. Und ich kann euch sagen, in diesem Spiel kann wirklich fast alles fliegen. Nun, wenn ihr irgendetwas fliegen lassen wollt, dann lasst es krachen. Da ist aber dann auch eins der kleinen Mankos am Spiel, dass sobald ihr dann genügend bewegende Elemente im Spiel habt, was heißt genügend, wenn ihr es ein bisschen übertreibt, dann ist dann ziemlich schnell die Leistung des Spiels erreicht. Wir haben hier für euch ein bisschen rumgespielt. Ihr seht, man kann da auch mit Bahn irgendwelche Sachen schreiben. Das macht ganz schön viel Spaß. Sie haben das Ganze wirklich toll aufgebaut. Also die einzigen zwei Mankos des Spiels sind wirklich einerseits, dass man ein bisschen begrenzt ist von den Funktionen her. Andererseits ist es auch schade, dass gewisse Online-Level dann ein bisschen verbuggt sind. Also dass nicht alle Elemente da sind. Da werden gewisse Kunstwerke richtig versaut. Was ihr hier aber seht, was wir auch toll finden, ist die Amiibo-Funktion, beziehungsweise wenn ihr die Level durchspielt, kriegt ihr da für die Classic-Version dafür ein Fragenzeichen-Pilz neue Männchen und so könnt ihr eure Level ein bisschen anpassen. Das macht alles ganz schön Spaß. So, von uns Lead Gaming gibt es somit 8 von 10 Punkten für diesen Titel von Nintendo. Wir haben zwar riesig Spaß am Bauen und auch am Mario spielen, aber ich sag schon, wenn ihr schon so die Möglichkeit habt, dann ist es schon wirklich schade, dass das auf dem Internetserver noch nicht ganz so richtig so läuft, wie es sollte. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht und wir wollen euch zeigen, dass hier nicht immer alles rund laufen muss. Hier zum Abschluss noch ein paar Fails für euch. Wir würden uns natürlich über ein Däumchen hoch freuen, auch über Kommentare, vielleicht auch über Kommentare mit euren eigenen Levels als Ansage, um das von uns durchspielen zu lassen. Wäre cool. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Thank you.